Er ist übelst. Die letzten, also im Film, da sind Stahlträger runtergefallen von Baugerüst. Was macht Chad? Der stellt sich da einfach hin und lässt die auf sich drauf fallen und putzt sich dann die Schultern ab. Warum nicht? Stahlträger macht mir nichts. Nee. Nee. 17 Jahre, 1,75. Hätten fast auf 1,90 geschätzt, den Ichigo. Ja, halt auch schwer einzuschätzen. Ja. Kann man nichts machen. Könnte man jetzt gleich mal den Body Mass Index ausrechnen, ob der mit seinen 61 Kilo noch drin ist in den. Nein, also das wäre jetzt zu blöd und zu umständlich, aber an sich könnte man doch gucken, ob unsere Manga-Anime-Helden vielleicht doch etwas magersüchtig sind. Wer mögt? Okay. Orihime wahrscheinlich nicht, weil die hat genug Gewicht dabei. Und Rukia wahrscheinlich auch nicht, weil sie ja recht klein geraten ist. Naja, Orime wiegt auch nur 45 Kilo. Was? Das ist ja wohl verarscht. Wie groß ist die? 1,57. Warte, jetzt. Sorry, aber. Nee, das muss ich jetzt rechnen. Nee, so geht das nicht. Also, ich glaube, Orihime, das ist unrealistisch. Gewicht 45 hast du gesagt, ja? Ja. Und wie groß? 1,57. 1,7. Ist ja kaum zu glauben. Ist fast 20 Zentimeter kleiner als. Und die ist unter 19, nehme ich an. 17, ja. Keine Amputationen, also berechnen wir mal den Adimas-Index. Fuck. Moment, ich muss erneut eingeben. Wir rechnen jetzt mal, wäre sie schon 19. Die wird ja nicht mehr so viel wachsen. Denke ich Ist auch ja nicht. ein Anime. Ich erinnere an die Simpsons, ist zwar kein Anime, aber die sind auch schon Zehnten klein Ja. gebaut und dieser. Also gucken wir mal. Sie hätte ein BMI von 18,3. Schauen wir mal. Untergewicht 19. Trotz ihrer üppigen Oberweite ist sie mit ihrem BMI als untergewichtig einzustufen. Oha, was werden dann, wenn sie ihren Vorbau nicht hätte? Ich glaube, da würde sie hinwegfliegen. Das ist doch unlogisch. Alleine eine Brust von ihr müsste 3 Kilo wiegen. Nee, nee. Also, liebe Leute, unsere Anime-Charaktere sind gewichtig. Schenkt ihnen Essen. Schreibt Briefe, dass die mehr zu essen kriegen. So kann das nicht gehen. So nicht. So, haben wir das auch mal geklärt. Ist genauso wie Rangiko, die hat auch diese riesen Dinger. Ja, ich hatte mal irgendwo so ein lustiges Bild gefunden, wo die nach der Größe geordnet sind. Von Bleach. Ah, ja, das habe ich glaube ich auch mal gesehen. Ist schon sehr interessant. Ja. Toshio, leid. Der seinem, Hitsugaya hier, der mit seinem Eisdrachen. Der wird ja immer von ihr an die Brust genommen und erstickt immer. Und oh, kann ihm leid tun. Der arme Junge. Ja, eine kurze Schweigeminute reicht. Wird eigentlich irgendwo gesagt, wie alt der ist, weil die sieht ja irgendwie noch fast jünger aus als. 15 ist er. Also der ist 15 und sie ist unbekannt. Sie hat diesen September Geburtstag, aber ihr Alter ist unbekannt. Okay. Okay, ich glaube, die ist so leicht. Große Stille. Ah, du wieder. Ich habe gerade gedacht, jetzt ist irgendwie Verbindung gerissen oder was. Nee, nee, wollen wir mal nicht hoffen. Ich habe überhaupt nicht mehr gehört. Warten. 1,2, 1,3. Ach du Schande. Hier ist gerade die Stellvertreterin von Company 4. Die fand vom Aussehen her auch sehr interessant. Die ist ein bisschen sehr in die Höhe geraten, aber ja. Welche war das nochmal? War weißhaarig, so graue weiße Haare, so hochgewachsen und in der Heilkompanie hier drinne. Ach, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, ein bisschen. Verdammt, Vicky, wieso lässt du mich im Stich? Ah, geht doch. Hier, Isane Kotetsu. Vizekommandantin, mal gucken. 70 Kilogramm, 1,87. Ja, ist doch mal was. Das hört sich doch schon menschlicher an. Ja, sehr, sehr hochgewachsen.
Gucken wir noch mal kurz nach Google-Bildern. Ich bin mal so frei, weil man sieht bloß den Kopf bei ihr. Nicht, dass ich ihr jetzt irgendwas Blödes erzähle oder was. Scheiße. Rechtschreibung. Scheiß. Ja. Am besten waren doch die Filler, als eine Folge lang zum Strand gegangen sind. Nee, also bei ihr finde ich zumindest, da sind die Proportionen auch wirklich realistisch. Man hat es ja auch gemerkt, 70 Kilogramm bei ihrer Größe, das ist ja noch annehmbar, sage ich mal. Damit du hier auch mal sehen kannst, wie ich die Proportion sehe. Oha. Ja, nicht von schlechten Eltern, die Dame. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber ich seh gerade, die Kommandantin der vierten Einheit ist hat die gleichen Gewicht und Größe wie Rukia. Die soll auch 45 Kilo wiegen und 1,59 groß. Ist genauso groß. 1,59. 45 Kilogramm. Ja. Die trägt doch so viele Haare. Obwohl Haare wiegen ja nicht so viel. Nicht ganz so viel. Aber von der ist das Alter auch unbekannt. Es ist bei den Frauen, die geben das nicht gerne raus. Wir merken es schon. Ja. Aber wenn sie mehr als 200 Jahre lang Kommandantin ist, da kann die schon an die 500 Jahre alt sein, die Dame. Wäre möglich, ja. Also ich finde, die hat so leichten Muttercharakter irgendwie. Die hat auch bemerkt als erstes mit, wie stark wirklich Ichigo sein kann. Weil als die beiden durch so ein Tor gelaufen sind, von der Soul Society, glaube ich, rüber in die reale Welt, oder in die richtige Welt, normale Welt, da hat Ichigo sie gebeten, doch vorne wegzulaufen und den Weg mit ihren Raijutsu zu bilden, weil er halt das sein Raijutsu nicht so kontrollieren konnte und sein Weg halt ein bisschen komisch aussah. Ja. Und da hat sie das halt gemacht und hat nebenbei halt auch erfüllt, wie stark Ichigo noch ist, weil er halt als Geheimwaffe fungieren sollte. Und da hatte der halt seinen halben Kimono plus noch an. Und ja, es heißt ja, Ichigos Stärke kann man an seiner Kleidung ablesen. Also wie viele Kleidungsstücke er noch am Körper hat, so stark ist sein Raijutsu noch. Er hatte die Hälfte schon fast verloren davon und hatte trotzdem noch die Stärke eines Kommandanten der Gotei 13. Oha. Dann hat sie gesagt, ach, geh du doch vorne weg. Ja, dann ist er halt vorne weg und ist Zeit laufen. Wahrscheinlich dachte sie sich, wenn ich mein ganzes Raijutsu jetzt verbrauche für diesen dummen Weg, bin ich schneller tot als der da. Sehr nett ist er, aber hat halt irgendwie so eine Mutterrolle, immer so ein Lächeln im Gesicht, immer so einen netten Gesichtsausdruck. Ja, die Also ich finde, es ist sehr nett. Ja. Und hat halt auch die bestaussehendste Vizekommandantin, also wenn man nicht danach sieht, dass Rukia jetzt vielleicht auch irgendwo Vizekommandantin geworden ist. Ich glaube, das ist nämlich später irgendwann mal passiert. Ja. Ist eigentlich dieser Also, komisch kurzer. Retutus. Ja, die ist. Rukia ist dann Vizekommandantin geworden. Ist eigentlich dieser komische fliegende Wal oder Rochen von der, wie hieß sie jetzt? Unohara oder Unohara, so. eigentlich ihr Bankai oder was ist das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich nehme fast an, das ist Minazuki heißt das Dinge. Ja, so heißt auch ihr Jetzt Sanpakuto. Sanpakuto. Oder so. Schauen wir doch mal, muss ja. Unohara, die verletzen dort auf und transportiert sie im Magen ihres Sanpakutos Minazuki, wo diese schon etwas kalt werden. Aha. Also scheint ihr Sanpakuto dann, also ihr Bankai oder was zu sein. Wahrscheinlich. Irgendwie. Denke ich mal. Steht hier nichts zu ihren Fähigkeiten oder so. Bokudo, nein. Nee, scheint nirgends was hier zu stehen oder ich find's gerade nicht. Ist ja auch egal. Ja, macht nichts. Also scheint ihr halt irgendwas mit ihren Zenpakuto zu sein und wahrscheinlich ihr Bankai. Denke ich mal. Passiert ja, dass es zu Riesenviechern wird. Ab und an. Das ist ja auch das Besondere an Ichigos Bankai. Eigentlich wurde gesagt, dass es bei Bankai das expandiert, das wird größer, wenn man Bankai hat. Hat man ja bis jetzt immer gesehen. Die Bankais wurden dann immer zu Riesenviechern. Ja.
Bloß bei Ichigo, sein Bankai, was macht es? Verändert seine Kleidung, sein Schwert wird kleiner, feiner und alles merkwürdig. Und wird halt viel schneller, wendiger und stärker halt dadurch. Man kann halt in dem Stadium dann auch sehen, wie stark er noch ist, wie viel Reizu er noch hat, je nachdem, wie viel von seiner Kleidung noch da ist. Ichigo kann sich ja dann nochmal steigern, indem er seine Halo-Maske aufzieht. Dann ist er plötzlich nochmal stärker, weil er sein volles Potenzial rauslässt dann. Und dann geht es ja noch, dass er Stufe 2 seiner Halo-Offizierung erreichen kann und zu diesem Vestolordes wird. Ja. Also wurde ja mal gezeigt, was ein Vestolordes ist. Also zwar bloß in Umrissen, aber das war 1 zu 1, wenn man so will. Und bei dem Vieh, ja, als Höllentore und alles vernichten kann. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, es gibt ja noch eine weitere Steigerung von Ichigos Kräften, die in einer Ja. ganz späten Folge aber erst kommt. Habe ich mal ganz kurz Ja. gesehen. Was das finale Getsuga Tensho ist. Eine sehr schöne Folge, aber bei mir in der Rangliste immer noch Platz 2 der besten Stellen im Anime. Ja. Ja, so, schauen wir doch mal, wie lange wir schon reden. Ja, gut eine Stunde, könnte ich sagen. Wollen wir zum Schluss kommen langsam? Ein Resümee ziehen? Kann man machen.